Hallo zusammen, mein Name ist Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar heute wieder zu einem Unboxing, ja, und zwar zu einer Sneak Peek von Diamond Art Club. Und eins kann ich euch sagen, auch heute wird es wieder ein bisschen spooky. Wir merken, dass wir, ja, auf den Herbst zu gehen. Und auch hier ist wieder ein Bild drin, was sich großartig für Drills and Chills, Bohrer und Schüttelfrost eignet. Es ist ein eckiges Kit. Das sehen wir hier am blauen und hier, ne, von Diamond Art Club. Und hier haben wir es. Bats Moon. Und es ist von einer deutschen Künstlerin, nämlich von Sarah Richter. Eckig, 65 x 81 cm. Natürlich sind VIBs drin. Und wir schauen jetzt mal in den Karton, was da so drin ist. Ne? Draußen wisst ihr, Anleitung, wie man Diamond paintet. Der irisiert ganz toll. Alles ganz prima. Aber wir wollen ja wissen, was drin ist, gell? Ne? Schauen wir mal, Lieben. Hui. Wir haben einen Sticker, Bats Moon. Den kann man in sein Journal packen oder ich mache es mir draußen auf die Box drauf zur Lagerung, damit ich auch von der Seite sehe, welches Kit drin ist. Dann haben wir natürlich hier unsere Leinwand und unsere Steinchen. Und hier haben wir unser Toolkit. Jawohl. Da ist alles drin, was man zum Diamond Painten braucht. Wir gucken mal hurtig rein. Vor allen Dingen, um zu sehen, was für ein Washi-Tape und was für einen Coverminder wir bekommen. Schwupsi. Also, was bekommen wir denn? Wir bekommen einen Stift mit einem Squishy oder Griffy. Und der wird hier drauf geschoben, dann kann man es besser halten. Dann bekommen wir zwei Mehrfachsätze, einen 7er und einen 4er. Das sind die dünnen. Wir bekommen eine Handvoll Tütchen, mit denen kann man abkitten, also kann man sein Steinchen drin lagern, beim Painten oder auch danach, die restlichen. Weil es ein eckiges Kit ist, mit eckigen Steinchen bekommen wir eine Pinzette. Die ist ziemlich scharf, die ist zum Korrigieren, aber man kann auch direkt damit painten, wenn man das möchte. Dann bekommen wir natürlich ein Schiffchen, um unsere Steinchen da reinzumachen und ne, zu sortieren sozusagen. Und da gibt es einen kleinen Stopper, damit sie nicht vorne rausrutschen. Dann haben wir hier unser Döschen mit dem Wachs. Das sind zwei Stückchen Wachs drin. Und last but not least haben wir hier einmal Washi-Tape. Okay, Glitzer-Herz-Washi-Tape. Naja, das ist jetzt nicht so meins, aber muss es ja auch nicht, gell? Und wir haben hier eine kleine Pfote. Ich hatte letztens schon eine Pfote, aber ich glaube, die hatte eine andere Farbe. Auch wieder eine kleine Katzenpfote. Ja, das ist ein Magnet, um die Folie bei der Seite zu halten. Kann man sammeln. Wenn man viele Diamond Art Lab Kits hat, dann kann man immer noch eine Tauschbörse aufmachen, glaube ich. Ja. Also, das ist alles in dem Toolkit drin. Und hier haben wir jetzt das, worauf es ankommt, nämlich unser Diamond Painting. So, schauen wir mal aus. Wie geht's euch so? Alles gut bei euch? Ich hoffe. Und ich hoffe, dass jetzt gleich die Beleuchtung hier, die Ausleuchtung hier nicht zu sehr im Diamond Painting reflektiert. Und ich bin gespannt, wie viel 310er wir in dem Bild haben. So, also als erstes gucken wir uns das hier an. Da kommt nämlich eine Anleitung mit, ne? So, mit Tipps und Tricks. Hier die Facebook-Gruppe, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Da gibt es Umfragen und auch Rabattcodes und so. Und hier nochmal ein Video, wie man Diamond paintet. Und hier gibt es 10% Rabatt für eure nächste Bestellung. Wenn ihr das erste Mal bestellt, könnt ihr sogar meinen Rabattcode benutzen, wenn ihr möchtet, meinen Affiliate-Code Chaos15. Da bekomme ich eine ganz kleine Provision und ihr spart 15% für euren allerersten Einkauf bei Diamond Art Club. Wenn ihr den nicht nutzen wollt, nutzt irgendeinen anderen, den ich euch gerade gezeigt habe oder von einem anderen Affiliate. Hauptsache, ihr zahlt nicht den vollen Preis. Gibt immer was zu sparen. So, Diamond Art Club. Bats Moon von Sarah Richter. Hier haben wir ein Aufkleber-Cheat. Also hier oben kann man reintragen Start- und Enddatum. Hier ist der Aufkleber und ne, hier unten nochmal alle Informationen. Und hier haben wir nämlich auch unsere Legende. Wir haben 34 Farben, okay?
Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Ach so, das Bild wollte ich euch nochmal in Ruhe zeigen. Ja, hier, mit dem Kreuz und so. Boah, ich bin gespannt. Vor allem der Mond sieht schon ziemlich geil aus. 34 Farben und wir haben 3 EBs. Das sehe ich hier dran, dass alles, was unter 150 ist, von Diamond Art Lab für die EBs genutzt wird. Ne? Weil die DMC-Nummern fangen erst bei 150 an. Natürlich haben wir 310, viel dunkle Blautöne. Ne? 939 war mir auch klar. Das ist ein sehr dunkles Blau, fast schwarz. Okay. Und diese Legende ist für euch schon vorausgeschnitten. Also die braucht ihr nur noch abziehen, auf eure Tütchen oder Containerchen kleben, um sie zu labeln. Und dann könnt ihr schon loslegen. Und hier haben wir die Steinchen. Ne? Bats Moon. Super viel Blau und Dunkelblau. Und dann hier dieses Orange und das Gelb und das Lila zwischendrin. Und das Weiß, da sehe ich schon. Einen weißen Ebi und da reichlich davon. Gucken wir uns gleich noch in Ruhe an, dann erkläre ich euch auch, was ein Ebi ist. Und jetzt wollen wir... So. Jetzt wollen wir uns aber erstmal die Leinwand angucken. Also, weiche Leinwand. Hier ist ein bisschen eingedrückt, weil hier das Toolkit drin lag. Das macht aber gar nichts. Das ist gegossener Kleber und diese Leinwand legt sich sofort wieder flach. Die zerknittert nicht, da braucht ihr keine Angst haben. Die ist so gute Qualität, dass die das abkann. Wir haben hier Wellenränder und abgesteppt, damit das nicht ausfranst. Und schwupps, es ist eigentlich ein Material, nämlich Tarpaulin, das sich von alleine glatt legt. So, muss ich gerade mal aufpassen. Es gibt keine Timer. Es ist ein Material, das sich von alleine flach legt, aber weil ich total ungeduldig bin, rolle ich es jetzt einmal verkehrt rum auf. Das dürft ihr nicht mit doppelseitiger Klebefolie machen, bitte nur mit gegossenem Kleber wie hier. So. Ups. Wow! Schaut mal. Toll, ich krieg's gar nicht richtig drauf. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen höher gehen können. So. So, geht's gar nicht. Ganz geht's nicht drauf. Aber ihr seht schon, wir haben oben links und unten rechts eine Legende. Wir haben oben nochmal den Schriftzug. Do what makes the sparkle. Und hier unten einmal Bats Moon, der Titel, das Bild nochmal, die Größe 65x81 und lizenziert von Sarah Richter. Sarah Richter wurde dafür bezahlt oder hat Geld für die Lizenz bekommen, dass Diamond Art Lab dieses Bild nutzen kann und wir es als Diamond Paint, für uns als Diamond Paint hier produzieren darf. So, ihr seht, hier war so ein kleiner Knick drin, das macht aber gar nichts, seht ihr? Das macht dem Kleber überhaupt nichts und ihr seht, wie toll dieser Kleber ist. Und dass der auch fast gar nicht über den Rand geht oder eigentlich gar nicht. Unten nur ein ganz klein bisschen. Großartig. Oh, toll. Ich mach's jetzt mal, ich mach's sonst nie. Oh, klebt. Dann seht ihr die Symbole sind total klar. Seht ihr das? Hier. Gar kein Problem, auch wenn alles dunkel ist und es weiße Symbole sind, was ja oft problematisch ist, ist hier gar nicht. Hier, das ist nur in der Folie, das ist überhaupt nicht schlimm. Da seht ihr. Kristallklare Symbole. Guckt mal, hier sind die Fledermäuse. Also ich finde Fledermäuse cool, guckt mal. So ohne zu spiegeln, sind sie nicht cool und selbst die Nasen, die haben ja so Schweinchennasen. Selbst die sieht man. Guckt euch das mal an. Richtig gut. Die große hier ist toll. Wow. Wow. Und das ist eine Kette. Ich dachte immer, das wäre so eine, weiß ich nicht, Perlen oder so. Keine Ahnung. Und
Da, der Mond. Gehen wir ein bisschen raus, dann sehen wir das im Ganzen nochmal. Hier unten sind auch nochmal die Fledermäuse. Und ich finde die Details auch echt gut. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Also entschuldigt wegen dem, so seht das Ganze, ohne dass es, wegen den Lampen, aber das geht heute irgendwie nicht anders. So, schaut. Perfekt. Ey, wow. Wow. Und auch hier hinten der Hintergrund, dass er so abwechslungsreich ist. Und was ich auch auf dem Bild, was mir gar nicht aufgefallen ist, ist, hupsa, sind hier oben die Fledermäuse in der Ecke, seht ihr das? Ja, natürlich seht ihr das, ne? Hier. Was sind das für Blumen? Das Lilien? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was sind das für Blumen? Ich finde das auf jeden Fall mal total was anderes. Das ist schon cool. Und passt auch tatsächlich zu Bohrern Schüttelfrost. Also wer sich das noch sichert, das geht auf jeden Fall durch. Richtig geil. Und wir haben halt auch tatsächlich nur 34 Farben. Aber man muss dunkle Farben mögen. Wobei hier echt viel Lila und Weiß mit drin ist. Wir schauen uns das mal an. Während ich die hier raushol, guckt ihr euch mal das Bild hier von Namen an. Ne? Könnt ihr die Zeit nutzen. Da seid ihr ja wieder und ich habe in der Zwischenzeit die Steinchen ausgepackt. Und wie nicht anders zu erwarten, fangen wir mal mit 310 an, gell? 1, 2, 3. Naja, das geht ja, ne? 1, 2, 3. Mal gucken, ob da noch welche auftauchen. Aber mit 3, ich hätte jetzt mit mehr gerechnet.
Okay. 336, also so dunkles Blau. Und das haben wir auch dreimal, das haben wir sogar viermal. Und die 453, die 712, ne, das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit im Mond. Die 3371 und zwar zweimal. Die 322 zweimal, das ist ein schönes Blau. Die 779 zweimal. Die 3860, die 762, die 327, das ist so ein Lila. Die 317 und die 413. Und das ist jetzt ungewöhnlich, dass hier eine Schlange ist mit so vollen, aber auch mit so sehr leeren Tütchen. Normalerweise sortiert damit ATAP nach der Füllmenge. Deshalb schauen wir mal. Ah, guck mal. Hier haben wir noch mehr 310. 4 und 5. Ich hätte fast gedacht. 312 haben wir auch noch welche. 1, 2, 3, 4. 4 und hier waren es. Nee, wir hatten ja gar keine 312, gell? Nee. Also, 312 haben wir 1, 2, 3, 4. Die 803 haben wir zweimal, haben wir dreimal, haben wir viermal. Und ich muss euch tatsächlich sagen, dass ich die Blautöne hier fast gar nicht auseinanderhalten kann. Guckt euch das an. Das heißt, wir haben ziemlich gute Übergänge. Ich würde sagen, im Hintergrund. Bin ich sehr gespannt. Aber wenn die Farben sich so ähnlich sind, ne, dann ist es halt gut geblendet im Bild dann. Oder kann man davon ausgehen? Dann haben wir die 823, ist auch ein sehr dunkles Blau wieder, dreimal. Hey. Und der erste AB und davon eine ganze Menge. Zwei volle Tütchen mit der 141. Weißer AB, einer der Lieblings-ABs von Diamond Art Club. Und da sehen wir, was ein AB ist. Und zwar ein AB ist ein Aurora Borealis Sternchen. Die haben eine ganz besondere Beschichtung. Ganz besondere Beschichtung. Hier nämlich, seht ihr, die reflektieren das Licht so ein bisschen wie die Nordlichter. Deshalb heißen sie auch Aurora Borealis Sternchen. Und die kann man nehmen, um Akzente zu setzen. Ich denke, dass die alle im Mond verbaut sind. Oder in dieser Kette. Das könnte auch sein, in dieser Kette, die da rumgeht. Das gucken wir uns gleich mal an. Die 141. Die 554. Die 3041. Mal andere Farben. Ne? Lila und oder Fliederfarben. Und so ein richtig heftiges Orange. Wo kommt das denn hin? Okay. Die 452, die 553, jetzt kommen so in die lila Töne, die 552, 415, 550 und der nächste AB und zwar ein fliederfarbener. Der kommt bestimmt in die Blumen rein, die 126, schön. Dann noch direkt noch der dritte AB, die 139, so ein Grau, der ist ja cool. Den finde ich tatsächlich ziemlich geil. 3607, 718, die 3689, die 838, die 775, das ist so ein helles Blau, und die 414. Also wir haben viel Grautöne, wir haben viel Blautöne und Lila für die Blumen. Und dann haben wir hier nochmal eine Schlange mit den 939, dreimal, viermal, fünfmal. Und einmal der 334 und der 3861. Also wie gesagt, sehr viele Blautöne, aber auch Lila und natürlich Weiß und Beige für den Mond. Und ich bin tatsächlich jetzt sehr, sehr gespannt, was im Mond und in den Blüten ist und vor allen Dingen, wie die ABs verteilt sind. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Hier haben wir die ABs, ne? Zwei dicke Tüten. Von dem weißen, ein bisschen Flieder und ein bisschen von diesem ziemlich coolen Grauen. Und jetzt bin ich gespannt, wo die hinkommen. Als erstes haben wir hier den Fliederton. Das ist die 126 und das Symbol 1. Also in der Blume hier ist tatsächlich kein AB drin. Oben rechts in der kleinen auch nicht, aber hier in den beiden. Hier sehen wir es. Da die 1. Das ist der fliederfarbene AB, der hier in den Blüten die Akzente setzt. Sehr sparsam, aber sehr gut eingesetzt, finde ich. Und nur in den beiden Blüten, nicht in allen. Ne? Nur in den beiden da oben. Als nächstes haben wir tatsächlich
noch diesen grauen hier. Das ist das Symbol mit der Nummer 2. Und der ist, wie gedacht, wie ich mir direkt gedacht habe, hier unten im Kreuz. Ja, seht ihr da? Und hier und hier und hier. Und aber auch in der Kette ab und zu. Da seht ihr die zwei? In diesen Kettengliedern überall. Das heißt, dieser EB ist hier wirklich überall an der Kette oben. Ne? Oben, da ist immer einer von diesen grauen EB. Und ich kann euch jetzt schon sagen, hier, überall, hier, hier, überall in der Kette, immer am oberen. Am unteren Rand ist dann der weiße EB. Und hier ist komplett der weiße EB. So, nehme ich das hier. Ja. Dieser wunderschöne weiße EB, der ist hier komplett in der Kette und ansonsten immer der untere Bereich. Zeige ich das nochmal. Hier könnt ihr das schön sehen. Oben ist die 2, also der graue EB und unten der weiße mit drin. Und hier unten am Mond, ne, in diesem Anhänger, komplett der weiße EB. Im Kreuz ist überall weißer EB. Schauen wir mal weiter. Hier, oh Gott, im Mond. Einfach damit ihr mal seht, wie der verteilt ist. An den Rändern und im Mond. Seht ihr in der Lilie hier unten? Darum ist da auch kein. Ach, Katrin. So. Darum ist da kein lilaner EB drin. In der Lilie oder in der Blume, Blüte. Da ist kein lilaner EB drin, weil hier überall der weiße EB drin ist. Seht ihr? Alles, was hier in der Blüte weiß ist, ist an dieser Stelle der EB. Genauso wie im Mond eben an den Rändern. Das heißt, oben und unten sind immer so zwei Reihen mindestens weißer EB. Hier komplett, komplett hier. Hier zwischendrin bei den Löchern im Mond. Bei den Kratern habt ihr es dann da und da vorne die Spitze ist wieder komplett der weiße EB. Und aber auch hier oben in den Blüten haben wir den weißen und den lilanen EB oder fiederfarbenen. Also die Blüten werden schon richtig rausblöppen. Und ihr seht, hier sind auch eine Menge weiße EBs im Mond. Also, ups. Also hier zum Beispiel, das ist alles weißer EB. Der Mond wird echt funkeln und die Blüten da oben auch. Das wird heftig. Als auch diese Kette dazwischen drin. Ja, dafür ist natürlich in den Bats, in den Fledermäusen, kein EB mehr drin. Ich muss euch eins sagen, ich dachte bei dem Bild so, pff, ja, okay, ne? Das ist ganz hübsch. Aber es war jetzt absolut nicht so, dass ich sagte, oh, muss ich unbedingt haben. Und wenn ich das jetzt hier nicht so liegen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, nö, weiß nicht, ja, ist okay, aber ist so, nö. Aber jetzt, wo ich es hier echt in der Natur liegen habe, ganz ehrlich, das, was ihr mir sonst unter den Videos manchmal schreibt, dass es nicht auf eurem Schirm gewesen wäre, ich muss sagen, das, so geht es mir bei dem Bild hier. Und jetzt gerade finde ich es richtig mindblowing. Die Fledermäuse sind total toll gemacht. Vor allen Dingen die große hier oben. Der Mond sieht sehr plastisch aus. Und die ganzen Blautöne sind richtig gut. Ich meine, der Hintergrund wird richtig dunkel wahrscheinlich. Mit den ganzen dunklen Blautönen. Aber ich finde es toll. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Colorblocking. Wenn ihr euch das hier mal anguckt. Ne? Wir haben hier, könnt ihr noch mit Klarheit der Symbole sehen. Wir haben hier ganze Flächen schwarz und dunkles Blau teilweise. Und hier oben auch, ihr seht ja die Felder, in denen man hier arbeiten kann. Ne? Also von Konfetti können wir hier nicht sprechen. Wir schauen mal in die Fledermaus. Ja, ne? Also, ja, also geht. Ich denke, dass man das relativ zügig painten können sollte. Zügig, was man auch immer unter zügig verstehen mag. Gell? Und da sind wir wieder der Frage, ist das schon Konfetti? Konfetti oder kein Konfetti? Das ist hier die Frage. Also ich glaube, das ist halt einfach mal kein Konfetti. Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Aber das ist mir so ein Bild, wo ich so gerne den Hintergrund machen würde, das in der Mitte so auslassen würde und dann so nicht stückweise arbeiten würde, ne? Sondern nach Dingen sozusagen. Also Fledermaus einzeln, den Mond einzeln und so. Aber dann ärgere ich mich wieder, weil das dann irgendwann so kompliziert wird. Aber das ist tatsächlich, es wäre so ein Bild, wo es mir danach gelüsten würde. Schauen wir mal, wie ich da rangehe an das Bild. Also auch das wandert auf meinen Drills and Chills, beziehungsweise Bohrer- und Schüttelfrost-Stapel, der immer größer wird. Wer noch nichts für Bohrer- und Schüttelfrost hat oder Drills and Chills, wer nicht weiß, was es ist, guck mal in meinen Kanal. Da wird es erklärt. Und ansonsten, wer noch nichts hat dafür und sagt, oh, Fledermäuse finde ich eigentlich ziemlich geil und der Mond, ja, dann hier, auf geht's. Deutsche Künstlerin Sarah Richter mit einem richtig, richtig coolen Fledermausbild. Und wenn ich das painte, erzähle ich euch vielleicht meine Geschichte zu den Flughunden aus Australien. Super Geschichte. Ja, ein Opossum spielt auch eine Rolle. So, aber für jetzt war es das erstmal, meine Lieben. Und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, Anschauen und natürlich fürs Abonnieren und fürs Dranbleiben. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer es noch nicht gemacht hat, kann auch gerne hier rechts unten den Abonnieren-Button drücken. Völlig kostenlos. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr und seid auch bei Bohrer und Schüttelfrost immer mittendrin dabei. Mittendrin statt nur dabei. So rum war das, gell? Ja, und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video hier alsbald wiedersehen. Und bis dahin passt du bitte immer gut auf dich auf, bleibst immer schön gesund, immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dahin, see ya!